Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zur neuen Rechtsfrage des Monats der Europaregion. Heute werden wir uns mit einem hochaktuellen und sehr brisanten Thema beschäftigen, und zwar dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens, dem sogenannten Brexit. Daher freut es mich ganz besonders, Dr. Markus Warasin, Kabinettsmitglied des Präsidenten des EU-Parlaments, begrüßen zu dürfen. Er bekommt durch seine Tätigkeit in Brüssel alle Geschehnisse rund um den Brexit hautnah mit und wird uns heute einiges darüber berichten. Guten Tag, Herr Dr. Warasin. Guten Tag, Frau Dr. Schnitzler. Zunächst, wie kam es überhaupt zum Brexit und dieser zugespitzten Situation? Ja, David Cameron, der ehemalige britische Premier, hatte im Januar 2013 in einer Grundsatzrede zur Europäischen Union versprochen, sollte er wiedergewählt werden, würde er ein Referendum zum Verbleib Großbritanniens in der EU einberufen. Nachdem er 2014 aber die Europawahlen verloren hatte und UKIP, also die UK Independence Party, die immer aus der EU austreten wollte, die stärkste Partei Großbritanniens geworden war, sei sich gezwungen, 2015 nach seiner Wiederwahl, David Cameron, ein Referendum einzuberufen, das dann eben im Juni 2016 stattfand und in dem knapp 52% der Briten für den Austritt waren und etwas mehr als 48% gegen den Austritt. Man hört ja derzeit beinahe täglich neue Meldungen zum Thema Brexit. Was ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Am 29. März 2017 hatte die britische Regierung den Austrittsprozess eingeleitet. Der müsste jetzt abgeschlossen sein nach 2 Jahren, am 29. März 2019. Vor dem Hintergrund einer langen 40-jährigen komplizierten Geschichte, Großbritannien hat ja insgesamt 3-mal Beitrittsanträge gestellt, um Mitglied der EU zu werden. Es gab dann ein Referendum in Frankreich, ob Großbritannien überhaupt dabei sein darf. Es gab dann auch bei den Briten 1975 ein Referendum, ob sie noch dabei bleiben wollen, und eben jetzt noch einmal ein neues Referendum mit dem vorgegebenen Ziel des Austritts. Was versteht man unter dem sogenannten harten Brexit und welche Rolle spielt dabei das Datum des 29. März? Der harte Brexit wäre das Worst-Case-Szenario, das, was nicht eintreffen sollte, weil der harte Brexit würde bedeuten, dass Großbritannien ohne einen Deal, ohne ein Austrittsabkommen aus der EU ausscheidet. Das hätte negative Auswirkungen auf den Handel, auf den Verkehr, auf die Landwirtschaftspolitik, Fischereipolitik. Es wären viele, viele Bereiche negativ durch einen harten Brexit beeinflusst. Worum es jetzt geht, ist, dass man eben ein Austrittsabkommen vereinbart und dass der Austritt dann geregelt am 29. März dann eintreten soll. Und welche Auswirkungen hätte der Brexit jetzt konkret auf Großbritannien selbst und auf die anderen EU-Mitgliedstaaten? Also wenn alles nach Regeln abläuft, dann müssen die Rechte der Briten auf dem Festland, aber auch die Rechte der Europäer in Großbritannien gewahrt bleiben, auch nach dem Brexit. Es ist wichtig, dass die Grenzfrage gelöst ist zwischen Nordirland und Irland, ein ganz heißes Thema. Es darf dort keine Grenzkontrollen geben, damit dieses Good Friday Agreement, das eben den Friedensprozess in Nordirland eingeleitet hat, nicht beschädigt wird. Und das Dritte sind natürlich die Zahlungsforderungen. Großbritannien muss weiterhin in die EU-Töpfe einbezahlen, in all jene Programme, die Großbritannien mitbeschlossen hat. Und das sind insgesamt über 40 Milliarden Euro. Wie wird es jetzt konkret in den nächsten Tagen, Monaten weitergehen? Großbritannien ist momentan in einer schwierigen Situation. It's a big mess, wie die Briten, also ein großes Durcheinander, wie die Briten sagen würden. Das Ziel ist jetzt Mitte März im Parlament abzustimmen über den Austrittsvertrag. Wenn er angenommen wird, dann gibt es den geregelten Austritt am 29. März um Mitternacht europäische Zeit, um 11 Uhr britische Zeit, 11 Uhr abends. Und wenn dieser Austrittsvertrag von Theresa May nicht angenommen wird vom britischen Unterhaus, dann wird es wohl eine Verlängerung der Frist geben, ein Ansuchen Großbritanniens für eine Verlängerung. Und es könnte dann auch zu einem zweiten Referendum kommen mit einem neuen Ausgang. Vielen Dank, Herr Dr. Warasin, für dieses aufschlussreiche Interview. Danke Ihnen, Frau Dr. Schnitzer. Vielen Dank auch, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, für euer Interesse. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick rund um die aktuellen Geschehnisse in Brüssel geben. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.